Hi, das hier ist ein Chili con Hirsch, also ein Chili con Carne mit Hirschfleisch aus dem Dutch Oven. Und wie ihr das macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Chili con Hirsch brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind noch 1,5 Kilo von meinem Pulled Hirsch. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich linke euch das mal rein. Also das hier ist, wie gesagt, gegartes Hirschfleisch aus der Hirschschulter. Dann brauchen wir Gemüse, und zwar Chilis natürlich. Habe ich hier 3 Stück. Dann 2 Knoblauchzehen, 3 Zwiebeln. Dann habe ich hier 3 Dosen gehackte Tomaten, 2 Dosen Kidneybohnen. Und dann habe ich in meiner Vorratskammer noch gefunden 2 Gläser mit so gerösteten Paprika. Die werden wir so klein schneiden und mit rangeben. Bisschen Olivenöl brauchen wir und Pfeffer und Salz. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Die Coco-Coulon für den Dutch Oven heizen jetzt gerade im Hintergrund schon vor. Und ich nutze jetzt die Zwischenzeit noch, um schon mal die Zwiebeln und die Chili klein zu schneiden. Also legen wir los. Zwiebeln werden einfach nur in grobe Stücke geschnitten, wie gesagt. Das reicht vollkommen aus. Die fallen im Dutch Oven gleich so zusammen. Als nächstes kümmere ich mich um die Chilis. Da schneiden wir das Ende ab. Halbieren die gerade. Kerngehäuse bleibt drin. Wir wollen ja ein bisschen was von der Schärfe behalten. Und dann werden die einfach in kleine Ringe geschnitten. Bleibt noch der Knoblauch. Da habe ich hier die 2 Knoblauchzehen. Die werden einfach in kleine Stücke geschnitten, also einfach fein gehackt. Den rösten wir dann gleich im Dutch Oven kurz an. Richtig leckere Geschichte. So, das Gemüse ist klein geschnitten, Zwiebeln, Knoblauch, Chilis. Bei den gerösteten Paprika, die sind so weich, die werde ich gar nicht klein schneiden, die gehen wir einfach so mit in den Dutch Oven rein. Die werden auf jeden Fall zerfallen. Später dann eben noch die gehackten Tomaten. Und was ich auch noch machen werde, ich werde halt die Kidneybohnen werde ich abgießen. Da ist ja mal so eine, ja, ich nenne es mal Soße mit dabei, die will ich aber auf jeden Fall nicht haben. Kohlen sind soweit fertig, also rüber an den Grill. So, wie ihr sehen könnt, die Kohlekörbe stehen in der Mitte in meinem Grill. Ich werde das heute wieder im, ja, Weber-Grill machen. Habe hier meinen 14er Dutch Oven. Den setze ich jetzt gerade hier oben drauf. Der sitzt jetzt quasi direkt auf den Kohlekörben drauf und kriegt jetzt von unten aber richtig Dampf. Den lassen wir jetzt kurz heiß werden und dann geht's los. So, kurze Zeit später könnt ihr sehen, der Dutch Oven qualmt. Und deswegen werde ich jetzt erstmal direkt die Zwiebeln reinschmeißen, bevor ich das Öl reingebe. Chilis und Knoblauch wandern auch direkt mit rein. Und jetzt gebe ich das Öl noch hinzu. Und dann rühren wir mal um. Also da ist jetzt ordentlich Hitze am Start. Ist aber in Ordnung, wir wollen es ja schön anbraten. Oh, und die Chilis steigen in die Nase. Holla! So, hier habe ich jetzt also meinen Beutel mit dem Pulled Hirsch und das gebe ich jetzt einfach mal damit rein. Also ich habe jetzt hier den 14er Dutch Oven benutzt. Den werden wir sehr wahrscheinlich nicht voll kriegen, muss aber auch gar nicht. Aber der passt halt super gut in den Weber-Grill oben rein. Dann habe ich jetzt hier noch meine Paprika. Und wenn ihr da seht, die sind so, da kann ich mit dem Löffel, die kann ich so durchstoßen, die sind so weich, die werden gleich im Grill auf jeden, beziehungsweise in dem Dutch Oven auf jeden Fall auseinanderfallen. Aber ein bisschen nachhelfen schadet ja nicht. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Duft, der Duft ist super. Jetzt gebe ich die 3 Dosen gehackte Tomaten mit dazu. Und noch etwa einen halben Liter Wasser. Nicht zu viel, aber ein bisschen Wasser muss mit dran. Soll ja gleich alles noch ein bisschen einkochen.
Wenn wir dann nur die Tomaten dran haben, dann ist es doch ein bisschen wenig. Ihr seht also jetzt der 14er Topf. Da kommen jetzt zwar noch die Bohnen mit dran, aber die sind ja nicht wirklich viel. Jetzt habe ich hier mein Döschen mit Pfeffer und Salz. Da gebe ich jetzt, sagen wir mal, ein guter Teelöffel Salz darf da mit dran und noch ein guter Teelöffel Pfeffer. Jetzt gebe ich die Kidneybohnen auch nochmal dran. Die habe ich also, wie gesagt, vorher abgegossen. Zumindest von dem Großteil dieser Soße, die damit dabei ist, nicht losgeworden. Wie ihr sehen könnt, fängt es jetzt hier schon an zu blubbern. Das liegt natürlich daran, weil der Dutch Oven jetzt reine Unterhitze hat. Das will ich jetzt ändern. Also setzen wir erstmal den Deckel drauf. Und dann hebe ich den Dutch Oven nochmal kurz runter. Und stelle mir die Kohlekörbe, ganz wichtig, ne? Handschuhe anziehen, ist klar. Und stelle mir die Kohlekörbe an die Seite. Und dann setze ich den Dutch Oven wieder ein. Und jetzt kriegt er also nur Hitze von der Seite. Und dann machen wir den Deckel zu, Lüfter offen und lassen das Chili jetzt erstmal für eine gute Stunde auf dem Grill vor sich hin köcheln. Eine gute Stunde später schauen wir mal nach unserem Chili con Hirsch. Mal hier den Deckel auf. Ja. Wie ihr sehen könnt, ist von der Flüssigkeit doch eine ganze Menge verkocht. Ich rühre mal eben durch. Also viel dicker sollte es eigentlich nicht werden, weil wenn ihr es hier seht, wenn das durchgerührt ist, ist das doch wirklich so, wie man sich ein Chili vorstellt. Und das Fleisch, ihr könnt das sehen, dass diese Fasern haben sich so richtig nochmal aufgelöst. Perfekt. Oh, der Duft. Der Duft ist super schon mal. Dann würde ich sagen, richte ich mal einen Teller an und dann wird probiert. Und so schaut es dann fertig angerichtet aus. Das Chili con Hirsch, einfach noch ein bisschen Brot mit dabei, reicht vollkommen. Und jetzt wird probiert. So, da habe ich es nun also, mein Chili con Hirsch. Und jetzt haben wir mal hier einen Löffel und dann wird mal probiert. Heiß ist es, das könnt ihr sicherlich sehen, wie es dampft und qualmt. Also der Geruch, wie gesagt, ist richtig gut. Und der Geschmack auch. Das Hirschfleisch ist jetzt wirklich komplett weich. Ja gut, nach einer guten Stunde im Dutch Oven gekocht, sollte das auf jeden Fall so sein. Von der Schärfe her, es hätte ein klein bisschen mehr sein dürfen. Also eine vierte Chili hätte sicherlich nicht geschadet. Aber das könnt ihr ja dann immer so machen, wie ihr das für richtig haltet. Ich muss nochmal probieren. Doch, ist eine runde Sache. Salz, Pfeffer und so weiter ist alles wunderbar. Richtig, richtig lecker. An dieser Stelle ein kleines Dankeschön an meinen Zuschauer Larry Stark, der auch sehr gerne wild isst und mich angeschrieben hatte. Und wir hatten so ein bisschen erzählt. Und da fiel mir ein, hey, ich habe ja noch dieses Pulled Hirsch im Eis liegen. Und so ist diese Idee dann entstanden. Also, liebe Grüße. Ja, also, wenn ihr das Pulled Hirsch Rezept irgendwann mal nachmachen solltet oder einfach noch Hirschfleisch übrig habt, auch wenn ihr das jetzt roh macht, dann braucht es halt ein bisschen länger. Dann würde ich das halt 2 Stunden im Dutch Oven machen. Funktioniert aber sicherlich genauso. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ist richtig lecker. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge. Wir sehen uns jeden Donnerstag mit zum Beispiel solchen Dingen hier. Dienstags mit Beilagen. Und wenn ein Unboxing da ist, schiebe ich das zwischendrin mal rein. Solltet ihr das über iPhone, iPad, was auch immer jetzt gerade schauen, der Link zum Abonnieren ist unten in der Infobox drin. Würde mich also tierisch freuen. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.